Ja, sind wir wieder. Und Alem hat mich hier wohl eingebaut. Nein, das war ich nicht. Ich hab die Tür schon wieder falsch gebaut. Oh, du kannst mich mal am Arsch lecken. Komm her. Hallo. Komm her, du Tür. Ah, jetzt, ah nee, guck, jetzt haben wir doch hier so Schutz und so. Jetzt sieht's doch endlich mal schön aus. Komm her. Aua, nein, lass mich in Ruhe. Hey, du Arsch. Ich bin fast down. Hör doch auf. Ah, komm her. Ich bin gleich down, du Arsch, hör auf. Okay, komm, solange wir kein Bett haben, ist blöd, wenn du ihn jetzt umbringst, weil ich habe keine Ahnung, wo das Baumpunkt ist. Das würde ich gerne mal herausfinden. Ich hab noch 1,5 Herzen, du Arsch. Bleib mir bloß weg. Oh. Ich pack's weg. Okay, hier. Ja, pack's weg. Habt ihr was zu essen? Bisschen Kohle haben wir da. Ja, ja. Ja, da. Hier. Was, wo? Apfel fressen hier. Super, ich brauch Fleisch. Fleisch. Kann mir mal Fleisch geben? Ja, ist im, warte da, hier. Hier ist ein Loch im Boden. Hier. Ja, weil ich noch keine Cleanstones habe, da fehlt noch einer. Loch ist gestopft. Einer hat mich runtergeschlagen. Jo, ich hab doch überhaupt keinen Sinn für Ästhetik. Oh Mann, das ist schlimmer als mit einer Frau. Mach doch hier und das Bild muss dahin und das muss dahin und dann müssen wir das hier mit Holz ausbleichen und das muss dann so aussehen. Ja, so bin ich nun mal, na und? Oh, so will ich noch kitzeln hier an der Puppe, dass es dir noch mehr gefällt. Aua. Nicht hauen. Das war Kitzel. Das war Kitzeln. Das hat sich so angehört als Aua, hau weiter. mach weiter, ich stehe drauf. Oh, ja. Kann man eigentlich weitergraben hier? Ja klar, mach mal. Was soll das hier eigentlich jetzt werden? Unser neues Domizil, wie bei Saints Row. Nein, nein, ich meine hier, Gehst du raus da? Wieso? Geh raus da! Achso, er macht Glas rein. Der mag dich nicht. Oh, Fenster! Wie uncool, Fenster! Wie kann man so eine Scheiße bloß bauen? Früher gab es sowas nicht. Ich mach nur schön. Ich mach nur schön. Da hast du wieder getrunken. Bist du wieder betrunken am Let's Play? Wir haben dir schon mal gesagt, dass das uncool ist. Du weißt, du hast hier viele Abonnenten, die wo vielleicht noch keine 18 sind und dann trinkst du hier. Oh, Rompe, du hast gar keinen Sinn für Ästhetik. Halt die Klappe. Wie sieht denn das aus? Ah, zeig das bloß nicht, Mario, Movio. Rico. Mamovio. Da war's jetzt. Nein, Movio, nein, Mario, nein, Rico. Nein. Ach komm, das schaut doch scheiße aus. Ach komm, ja siehst, ich hab's ihm gerade gesagt. Ich hab ne Schaufel. Das kaschieren wir jetzt mal einfach so. So. Man hat das, nichts passiert. Das hat hier voll Sinn gemacht gerade. Ich hab keine Ahnung, was ich hier eh mache. Das schaut aber auch scheiße aus. Nur meckern kann er, ne? Obwohl, sieht gar nicht so schlimm aus. Sieht doch gut aus. Nein, sieht auch scheiße aus. Nee, hat was. Hat was. Ja, jetzt machen wir es anders. Wenn es gut aussieht, machen wir es anders. Genau, immer das Gegenteil von dem machen. Heute ist Gegenteiltag. Ihr seid alle hübsch. Du bist der netteste Kerl auf der Erde. Was ist das jetzt, Tag der sarkastischen Meldungen oder wie? Nein, heute ist Gegenteiltag. Ach so. Nicht zu. Mario, du bist der beste Let's Player auf der Welt. Ja. Wir mögen dich. Wir lieben dich alle. Vom ganzen Herzen. Nicht. Rico Gamer gab's nicht mehr bei Minecraft. Also gibt Ruhe. Wie bitte? Alem gab's auch nicht mehr da. Deswegen habe ich die blöde 87 da. Ja, was nicht machen? Ich habe halt den alten Nick von mir angenommen. Was mache ich jetzt da? Ah, da ist meine Steinspitzhacke. Da können wir noch ein bisschen Kabels runterklopfen. Wie bekloppt klopfen wir da? Nein, verbaut. Na toll, jetzt fliegt mir da der Kies auf den... Ich hasse Kies! Hä?
Oh, da unten ist ein Creeper! Creeper! Da ist eine ganze Bude da. Aus aus Kies oder wie? Aus Creepern. Eine ganze Bude aus Creepern. Aus Crispy Creeper. Kellogg's Creeper. Ein explosiver Geschmack. Für die Explosion der Geschmackssinne. Oder so. Ja. Oder so. Ich mach jetzt mal was anderes. So. Ah nein, das wollte ich nicht, scheiße. Oh je, oh je, oh je. Weil wir könnten uns dann wirklich mal eventuell auf eine Höhlensuche begeben. Ja, du, was mache ich denn hier schon? Ach so, na dann, ist ja super. Du wirst es, wie lange ich jetzt schon gegraben habe. Ich habe 3 Stacks Cobblestones. Das ist gut. Ja, 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 das sagen sie alle. Und dann sind sie schwanger. Richtig. Ich könnte mir noch ein paar Spitzhacken machen. Haben wir denn noch Holz? Es sollte gleich noch mal jemand nach Holz suchen gehen, tun, gucken. Holz. Ja. Ich habe halt noch ein paar Bretter, ich habe ein paar Stöcke. Toll, jetzt habe ich keine Kobbels aus der Kiste genommen. Was du im Arsch hast, interessiert keinen. Die Stöcke? Ah, die sind ganz praktisch. Das glaube ich ja gar nicht, was man mit denen alles anstecken kann. Vor allem, wenn sie quer stecken, also Wahnsinn. Komm, zieh deinen Stock aus dem Arsch und... Und sei nicht so steif, oder? Genau. Sag mal locker. Ja. Genieß das Leben. Hakuna Matata. Nimm dir einen Keks. Koch dir einen Keks, genau. Genau. Was denn dat? Was denn? Boah, das sieht ja aus wie so eine so ein Eingang zur SM-Höhle oder so, oder? Und hast du noch keine Hölle entdeckt? Nur die Hölle. Ich spiel mit euch. Hölle, Hölle, Hölle. Höhle, Höhle, Höhle. Boah, das wenn das hier noch weiter runtergeht, muss ich mir überlegen, ob ich nicht ein Minecart-System hier reinbaue. Kack-System? Ne, Minecart-System. Was ist denn das? Ein Minecart-System ist ein System mit Minecarts. Wow. Super, danke für die Erklärung. Also besser hätte ich es jetzt nicht formulieren können. Aua. Warum haust du mich? Ja. Da mal Gedanken, warum er dich haut. Menno. Jetzt Menno dich hier nicht rum, hier. Beruhig dich mal. Dekorier nur mal um hier. Sieht's ja aus wie hingekackt und hingeschissen, so. Ja, und an wem liegt das? Nicht an mir. Ja, ich hab ihn nur gegraben. So, das ist mein kleiner Cobble Room. Ich will's ja englisch halten. Was ist denn das jetzt für eine böse Musik, was ich da gerade laufen hab? Hast du Blähungen? Hast du Brot? Hast du Kote im Brot? Kote im Brot, lecker. Was wird das jetzt wieder? Was ist denn das? Mein Eingang. Guck das mal, da kommst du gleich zum SM-Room hier. Mit euch würde ich nie eine WG machen. Ohne Scheiß. In dieser WG, da würdest du untergehen. Da wärst du meine kleine Putze. Ich würde dich da missbrauchen. Komm schon, zieh dir das enge Oberteil an und jetzt putz mit deinen Titten. Los! Ja, reib den Spiegel. Oh ja, drück. Okay, jetzt. Du übertreibst mal wieder.
Ja, ich verliere mich so ganz schnell. Oh Gott, jetzt also, ja. Jetzt habe ich. Kann die Decke nicht noch einen höher? Was? Nee, warum? Ich weiß nicht, was soll das hier werden? Weiß ich nicht. Das ist ein Notausgang. Ein sehr weiß enger der Notausgang. Wenn hier zu ist, dann können wir hier auch raus. Aha. In der Hoffnung, dass jemand eine. Dann würde ich da aber auch eine Tür reinmachen, ne? Ja, das habe ich jetzt mal einfach so zugemacht, weil ich gedacht habe, ich mache mal einfach zu. Also, ich mache einfach mal den Notausgang zu und. Natürlich, dann natürlich. Sind wir total sicher. Den Fluchtweg immer blockieren, das ist ganz wichtig. Natürlich. Und die Auffahrt für die Feuerwehr auch immer schön zuparken. Ja, hallo, ich habe es nicht anders gelernt. Kann ich eigentlich auch Stöcke nochmal hier so Dinger machen? Nee, oder? So Bretter ausstecken. Hallo? Doch, kannst du. Nee, geht denn nicht, oder? Wie, was? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Aus Stöckern, aber Brettern man kann's machen. Gell? Hauptsache ja, sag ich. Ja, kann man das, kann man daraus das machen? Ja, worum geht's? Kriegt dein Geld? Ja. Ist schon überwiesen, ja. So, Jungs, aua. Mir ist jetzt gerade ein bisschen langweilig. Ich möchte jetzt hier mal was erleben. Bitteschön. Ah, jetzt ist meine Spitzhacke kaputt. Ich schieb dir gleich meine Spitzhacke in den Arsch. Ja, meine ist wegen dir kaputt gegangen, also beschwer dich nicht. Fair. Ja, das hast du auch verdient hier. Ich bin auch hier ein ganz harter Kerl. Ja, der Höhlensucher hat ja aufgegeben, eine Höhle zu suchen. Der Höhlenforscher hat aufgegeben. Kann mal jemand dem Höhlenforscher ein paar Fackeln bringen? Ja, jetzt hier erst mich hauen und dann wieder Fackeln. Nee. So geht das aber nicht. Ich habe keine mehr. Tja, ich hätte noch 5 Millionen. Ich habe, by the way, Eisen gefunden. Super. Ich habe einen Feuerstein, so, von Fred. Fred Feuerstein. Tja. Da guckst du aber blöd aus der Wäsche, ne? Hier. Da freut sich der Fred. Ja, schreit er mal, Jabba-Dabba-Du. Und nicht, weil die Wilma hier wild auf ihn rumspringt. Was machst denn du? Warum? Ich mache es ästhetisch. Oh, Scheiß auf Ästhetik. Ich hau dir gleich Ästhetik. Ich geb dir gleich die Ästhetik in dein Gesicht. Ich mach aus dir Analtätik. Analtätik? Okay. So, Stöckchen, Kohle. So, und dann machen wir mal den hier und den hier und den hier. So, und dann mache ich für mich noch ein paar und hör auf, mich da anzustupsen. Ich habe das ganz genau gesehen. Hör auf, so geil zu stöhnen. Ich schubs dich nur gern. Ich schubs dich nur. Ach ja, du guckst auf die Zeit mal, ne? Ja. Vergammel in deiner Scheißhütte da, in deiner ästhetischen Drecksauhütte. Ich geh jetzt runter zur Rompe und dann buddeln wir uns ein Loch. Da kommen wir nie wieder raus. Boah, es ist ganz schön dunkel. Ja, deswegen solltest du auch Fackeln mitbringen. Fackeln. Wäre das nicht eher eine Aufgabe für einen Österreicher so im Keller? Hey, du Arsch. Ja, ich hab dir Fackeln besorgt. Nimm die. Nimm deine scheiß Fackeln! Sonst fackel ich sie den Popo. Ja. Oh, gab's da nicht noch Kabel? Ja, Fackeln für alle. Du hast sie. Du konntest. Scheiße, zu viel gesoffen. Mahlzeit. Ich glaube, die kannst du wieder zurückhaben. Hier, guck mich an. Ich wollte schon sagen, kotze mich an, wenn ich kotze. Kotze mich an, wenn ich kotze. Darauf stehst du, ne? Ja. Vor allem, wenn so Japano-Frauen da so. Okay, jetzt reicht's aber. Oh, ey. Was machst du mit meiner Fackel? Ich habe noch mehr Kohle gefunden. Der Gang kann auch schmaler sein, oder? Nein. Stell dich mal nicht so an hier. So, jetzt grabe ich mal und grabe ich mal. So. Mein schöner hier, Gang, du machst ihn kaputt. Guck mal, aber dafür gibt's hier Kohle. Wahnsinn. Tja. Interessiert das mal wieder gar nicht, was wir hier machen.
denkst nur an dich. Nur an deinen scheiß Erfolg. Du willst schon der größte Pokémeister werden und das geht nicht alleine. Ich will der Allergrößte sein, wie keiner vor mir war. Boah, nee, komm, hör auf. Jetzt, es ist so spät nachts und dann fängst du mit sowas an. Boah. Schigi, Schigi. Ich schicke die Augen gleich ein paar. Schigi. Ich bin froh, dass ich mich gerade da raushalten kann. Du kommst schon noch an die Reihe, mein Freund. Du kommst auch noch an die Reihe. Auf das habe ich gewartet. Auf Relaxo. Das habe ich jetzt gewartet. Das heißt doch Relaxo. Ja, guck in den Spiegel und dann weißt du's. Du langer Lulatsch. Ich bin nicht lang. Nur weil du so klein bist. Bist nur lang gewachsen, oder was? Ja. Das waren die Fruchtzwerge. Die wecken den Tiger in mir. Oh, ich habe Redstone gefunden. Falsche Werbung. Nee, Fruchtzwerge mit Tiger. Ach so. Okay. Oh, was weiß ich, Analtiger, was weiß ich da? Kann ich Redstone überhaupt mit der Steinspitzhacke abschießen? Nein, Eisen. Okay. Oh, weil hier. Stellt sich auf dem Spiel an. Mach einfach. Was mach Homp? Hier, guck mal. Hier. Puschelecke. Hast du noch ein Stück Holz dabei, Alem? Brett oder Stock? Brett. Brett Pitt hat alles. Ach, ein Set gereicht. Redigt so. Nur damit ich. Ach verdammt, ich brauche auch einen Ofen. Nee, vergiss, ich gehe wieder nach oben. Oder hast du eine, hast du eine Eisenspitzhacke? Nee, ne? Nein. Obwohl, warte, ich kann mir alles hier unten selber machen. Ja. Du hast ja unseren Bunker hier. Ich wundere mich gerade. Mach doch eine scheiß Werkbank und dann. Und dann machst du es selber. Wir sind auf den da oben gar nicht mehr angewiesen. Jetzt bau dein ästhetisches Haus da weiter. Wir bauen uns hier einen eigenen Bunker. Schau mal, einen Bunker. Mit einem Berlin. Oh, richtigen schönen Bunker. Deutscher Bunker. Deutscher Markenbunker. Ich hoffe, das sieht kein Ausländer. Ich bin ja selber einer, um Gottes Willen. Was mache ich denn da? So, und dann warte ich mal eben, bis die Dings fertig ist. Ich beobachte dich inzwischen ein bisschen. Ja, bitte. Du Voyeur? Ich hab Augen. Ja. Auf meine Augen schauen. Reiß dich bitte zusammen. Ich sollte dir die Augen schauen. Jetzt reicht's aber. ist okay. Ich fühle mich leicht sexuell belästigt von dir. Da ist ja noch immer keine Tür drin, Menno. Da ist immer keine Tür drin, Menno. Was für eine Türe? Hier gibt's keine Tür. In deinem ja. SM-Schuppen da oben. Den habt ihr doch gemacht. Sehe ich aus hier, als ob ich auf SM stehe oder so? Ja, vielleicht, aber... Mann. Er sieht auch so düster aus. Und das für eine Hütte hier, echt. Katastrophe hier, Kackastrophe. Tja. Ich weiß auch nicht, warum ich hier rumzimmere. Ich weiß es nicht. Frag mich bitte nicht. Ich höre da irgendwie so ein... Oh, oh. Ich habe da gerade einen Zombie gehört. So, wir sind jetzt ein bisschen wieder drüber über 15 Minuten, aber... Ich habe Zombie gehört. Das ist jetzt nicht so viel. Ja, so. Können wir Schnitt machen, oder? Moment. Also vom Moment, sein Popo brennt. Okay. Was? Mein Popo brennt? Ah! Ja. Ist das jetzt ja oder nein? Ja. Ja, dann verabschieden wir uns. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht kommt ja noch was. Tschüss. Ja. Tschüss.